Auf geht's. Arm ab, Zeiss, Arm ab. Ah, hier, hang on. Hang on. Moment, ich muss euch gerade mal kurz das Bild ein bisschen besser kalibrieren. Ihr seht nämlich jetzt gar nicht, ist mir jetzt eben gerade erst aufgefallen, das komplette Vollbild. So. Weiter geht's. Tyson? Tyson? Come here, boy. Tyson? Okay, das Ganze spielt also jetzt zum Zeitpunkt von Jurassic World Dominion, deswegen auch der Titel. Tyson, where are you, boy? Also die Saurier sind jetzt hier schon frei und laufen auf jeden Fall auch schon frei in der Natur herum. Come here, boy. Ich glaube, Tyson hat's erwischt. Ich glaube, Tyson ist nicht mehr am Leben. Tyson? So ein... Tyson? Okay, Tyson ist noch am Start. Come back to the temp, boy. Come on. Töte niemals Tyson? Den Hund. Wag dich, Ali. Wenn du den Hund jetzt hier getötet hast... Tyson. Er hat den Hund getötet. Tyson, where are you? In der Zeit geht er campen. Oh Mann, ja, das ist schon richtig. Aber ich meine, in Jurassic World Battle at Big Rock, da waren die auch alle campen, obwohl die ja schon im Nachrichtensender eben auch gehört haben, Vilgas, herzlich willkommen, obwohl die auch da im Radio schon gehört haben, dass Dinosaurier bereits aktiv im Wald herumlaufen. Die Menschen würden, du musst immer wissen, wir Menschen haben eine Zeit hinter uns, wo wir gezeigt haben, dass wir nicht in der Lage sind, laut zu handeln. Wir würden hier campen gehen, wenn wir wissen würden, dass Dinosaurier frei herumlaufen. Das würden wir sowas von machen. Hundertprozentig. Wenn die Regierung sagen würde, Leute, geht bitte nicht campen, da sind Dinosaurier draußen, würden wir auf die Straße gehen und sagen, unsere Freiheit ist eingeschränkt. Das würde so ablaufen. Wir sind bescheuert. Wirklich. Tyson. Dinosaurier gibt's gar nicht, Proteste gäb's dann. Tyson. Tyson? Der kämpft mit irgendwas, ne, der Hund? Tyson! Alter, ey, dieses First-Person-Ding hier macht mich gerade fertig. Tyson? Das ist eine saugute Idee. Aber es macht mich gerade echt wahnsinnig. I'm not playing games, boy. Come here. Tyson. Was für ein chilliger Wald es vor allem ist. Das macht Ali Awada auch alles mit Blender hier. Und die Videos von ihm werden immer krasser. Stell dir vor, du würdest es gerade selber spielen. Das ist da, okay, First Person kann doch geil sein. Vergesst, was ich vorhin gesagt habe. Das ist schon geil. Tyson, Jesus. Are you kidding me? Tyson! Ey, ich muss noch mit dem Hund raus gleich, verarsch mich jetzt nicht. Was zum Teufel ist das?
Tobi hat Angst. Ey, mit sowas kriegst du mich wirklich. Ich finde das immer... Ich finde das geil. Das ist aber kein Velociraptor, oder? Weil der eben auch so geschnurrt hat. Ein Troodon. Könnte das ein Troodon sein? Ich glaube, wir reduzieren uns immer viel zu sehr auf so ein paar... auf so ein paar Saurier. Es könnte auch was ganz anderes sein. Troodon meinst du auch, ja? Okay. Nee. Shit. Das sind Velociraptoren. Die auf Bäumen sitzen. Der aus Versehen in einem Gehege gekämpft? In so einem Wilderer-Gehege oder so ein Kram? Gut, ich meine, Ali schreibt auch immer am Ende seiner Videos dazu, was für Dinosaurier drin gewesen sind. Kann auch einfach sein, dass er einen anderen Dinosaurier jetzt genommen hat, aber die Geräusche vom Velociraptor, weil du bist ja auch reduziert auf Dinosaurier-Sounds, die du halt aus dem Jurassic-Universum benutzen kannst. Wir gucken dann gleich mal. Ich glaube, der muss einfach nur niesen, der Raptor. Ich glaube nicht, dass der gefährlich ist. Der hat einfach nur Schnupfen. Tyson! Wenn er jetzt noch einen Kampf einbaut, Velociraptor gegen Hund, das wäre krass. Dann bin ich auf jeden Fall Team Tyson. Der Hund rettet safe den Tag. Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Ich könnte es mir echt vorstellen. Wie Tim sagen würde, Prost Gesundheit, genau. Oh, nicht das. Jetzt geht das Licht gleich wieder an. Oh, da ist er. Er hat aber auch diese Raptorenkralle. Als ob der ihn nicht sehen könnte, ey. Ich glaube, das geht nicht so gut aus, glaube ich, hier die Nummer. Turn your light off. Turn your light off. Are you here alone? Turn, you have anything on you? Turn it off. Turn it you off. You know this is private property. Das war cool. Das war gut gemacht. Ja genau, geh in dein Zelt. Geh auf jeden Fall ins Zelt zurück. Beste Idee. Oh, shit. Tyson. Oh, shit. Jetzt können wir nur mal ganz kurz auf Claire zu sprechen kommen, ne? Weil auch er jetzt hier, er rennt ja vor den Raptoren weg zu Fuß. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, oh, ist ja blöd und oh, der kann ja wegrennen. Aber hier ist es trotz allem spannend. In Jurassic World ist es nicht spannend, wenn Claire vor Atrociraptoren wegrennt. Das ist spannend gemacht. Tyson. Auf Tyson, komm. Komm Tyson nochmal oder war es das jetzt? Get away, man. Get away.
Du könntest dem Raptor aber jetzt so von unten voll den Sackhieb geben. Da. Er lässt es wieder mal sehr, sehr asozial enden. Lieber Ali, du hättest genau jetzt hättest du verschiedene Varianten gehabt, die Sachen noch gut ausgehen zu lassen. Unter anderem den Hund nochmal einzublenden. Und du hast dich für dieses Ende hier entschieden. Was ist mit Tyson? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja das Schöne auch in so einem Kurzfilm. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob Tyson weggerannt ist oder ob er noch am Leben ist. Ist eigentlich auch vollkommen egal. Wir wissen auf jeden Fall, dass unsere Hauptfigur es wahrscheinlich nicht geschafft hat. Aber auch der ist ja noch am Leben am Ende. Vielleicht gibt es irgendwann noch einen zweiten Teil davon. The Woods Teil 2. Tyson Returns. Oder ähnliches. Gegen ein ganzes Rudel keine... Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne, gegen ein ganzes Rudel. Aber Tyson hätte diesen einen Velociraptor vielleicht mit einem Sprung von ihm wegholen können. Dann hätte die Person flüchten können. Und dann wäre Tyson halt gestorben. Als Held. Ja. Tyson ist da, wo Eddie jetzt ist. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Und das Bein von Mr. Arnold. Nee, der Arm.